Hallo und herzlich willkommen zurück auf Shadow 3 und zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute mal wieder in der Superliga und zwar mal mit Reggie Steel. Diese hat allerdings nur eine Ladeattacke und zwar Blitzkanon. Ich habe noch nicht genug Sonderbonbons oder nicht genug Registerbonbons für die zweite Attacke, aber naja gut. Zusammen mit Altaria und Irokex. Ja, gucken wir mal, was wir da so raus machen können. Ich habe einen 3:2 schon mit dem Team gemacht, also positiv gehen kann man auf jeden Fall. So, Alola Knogger ist natürlich jetzt nicht der beste Lead, sag ich mal, aber wir können den jetzt erstmal abschwächen. Natürlich kriege ich den Verteidigungssenkung, aber wir schwächen den jetzt erstmal ab. Wie viel macht denn wohl so eine Blitzkanone? Ja, das macht schon ein bisschen was, wa? Eine zweite würde ich eigentlich schon noch gerne erreichen, eine zweite Blitzkanone. Da gucken wir jetzt erstmal und nochmal Schattenknochen. Komm schon, lass mich den noch erreichen. Na, schade. Da schilde ich sogar tatsächlich, glaube ich, einmal. Weil entweder kriege ich dann von dem Gegner auch ein Schild oder ich kriege die Führung. Wäre mir beides recht und dann würde ich, falls er den schildet, würde ich mit Altaria runterfahren. Und er schildet ihn, genau. Und er wechselt, da wechsle ich auch. Das ist ja wunderbar. So, da setzen wir jetzt auch nicht ein. Tengul ist ein sehr interessantes Pokémon. Definitiv sehr, sehr interessant. Grasmixer, das senkt mich jetzt natürlich runter. Nee, doch nicht. Könnte aber... Und er kommt nicht noch zu einem zweiten Move. Wunderbar. So, wo geht er rein? Er geht zurück hier rein. Ich steigere mich einfach mal einmal mit dem Angriff hoch. Und dann mal gucken. Ein Gegner, ein Schild hat der Gegner noch. Und er schildert tatsächlich. Da gehe ich jetzt einfach auf den Schmarotzer und besiege ihn. Dann ist die Frage, was ist da jetzt hinten drin? Es sieht auf jeden Fall aber erstmal ganz gut aus. So, das ist natürlich traumhaft hier. Den Kampf haben wir hier definitiv gewonnen. Da genau, kann der Gegner rausgehen, das ist wunderbar. So, den haben wir gewonnen. So, gehen wir direkt in den nächsten Kampf rein. Registeel, wirklich ein geniales Pokémon. Ich freue mich schon, wenn ich den mit Fokus bläst habe. Ich bin übrigens total abgerutscht, wie ihr seht. Ich habe mal den Flugcup ausprobiert und habe da, ja, 2 0:5 hintereinander rausgehauen. Ja, und habe halt dann, bin ich runter. Ich habe jetzt 2 3:2 gemacht die letzten Tage und also gestern und bin jetzt immerhin wieder auf über 1900, aber ja gut. Oh, Panzer-Eron. Aber gut. Gegen Sumpex haben wir noch Altaria. Ja, erreichen wir wohl noch einen Schmarotzer? Da müssen wir. Komm schon. Nein, schade. Ah, schade, das wäre schön. So, jetzt gehen wir in Registeel rein, definitiv. Hier. Farmen uns auch ein bisschen mehr Energie. Weil Panzer-Eron, da dürfte hier jetzt nichts haben, was mir wehtut. Himmelsfeger, nee, nee. So, jetzt haben wir eine. Jetzt kommt er mit dem zweiten Move. Selbst Brave Bird würde mich hier nicht rausnehmen, würde ich mal sagen. Genau, aber er geht nochmal auf Himmelsfeger. Und ich hole mir hier jetzt noch so ein bisschen mehr Energie. Achso, mehr geht gar nicht. Dann müssen wir hier einsetzen. Vielleicht kriegen wir ja ein Schild, das wäre sehr nice. Schon mal. Ja, den kriegen wir, wunderbar. Angriffssenkung ist da. Ich würde hier tatsächlich nicht schilden. Ja. Ich gehe einfach nochmal auf die Blitzkanone. Senke ihn wieder ab. Oder noch mehr. Diesmal lässt er aber drauf gehen, ja, verständlich. So, jetzt kommt er mit Sumpex wieder rein. Genau, er muss einsetzen. Ich schild hier nicht. Es hängt jetzt wirklich ganz, ganz stark davon ab, was da hinten bei ihm drin ist.
Davon hängt es jetzt ab. So, was machen wir hier? Ich schilde einmal. Es sind nur die Aquabits, okay. Und es ist ein Flunschneck. Ja, den Kampf habe ich verloren. Das ist sehr schade. Aber gut. Ja. Frostdettchen. Da wäre jetzt natürlich der Fokusblast schön, aber nun gut, den haben wir jetzt halt nun mal noch nicht. Da muss Blitzkanone halt auch reichen, wa? Aber der Gegner weiß nicht, dass ich Fokusstoß nicht habe. Dementsprechend, ja. So, das wird der Shadow Ball sein. Okay. Gut. Niantic. What the fuck? Da stand Steinhagel und es war aber Spukball. Okay, cool. Ja, Niantic, ihr habt's echt drauf. Unglaublich, jetzt ist es auch richtig. Komm schon, lass mich noch einen erreichen. Zack. Jetzt senken wir ihn wieder ab. Mit Blitzkanone und er lässt ihn auch durch. Es ist natürlich doof, dass er den überlebt. Komm, lass mich hier runter vom sehr nice, sehr nice, sehr nice. Oh, sehr schön, der Sumpex, der kriegt jetzt erstmal eine Angriffssenkung rein. Und dann gehen wir in Altaria. Wobei, nee, oder? Gehen wir in. Wir gehen, komm, wir gehen in Flunschnick. Ach, ey, in Irokex. Oder? Was machen wir? Ja, komm, wir gehen hier rein. Der ist es mir. Hier ist es sicherer. Weil hier die Aquahaubitze nicht so viel machen wie auf Irokex. Oder ist das schon Sludge? Nee, ist nicht Sludge. Guck mal da, das ist doch viel schöner. Oh, schön. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier einmal auf die Mondgewalt und wechseln dann in ihr Irokex. Er spielt auch nicht mit der Flug-Sofort-Attacke. Das ist auch wunderbar. Zack, ja, das macht natürlich schon schön Damage. Leider keine Verteidigungssenkung. Wir fangen hier auch noch ab. Ist zwar egal, aber haben wir jetzt gemacht. Das wird jetzt hier auch Finsteraura sein. Die macht hier nichts. Das ist wunderbar. So, wir steigern uns jetzt hier hoch. Und dann sieht das hier auf jeden Fall definitiv sehr, sehr gut aus. Den Kampf, der sollte uns gehören. So, zack, Steigerungshieb. Jetzt fahren wir hier runter. Komm, schütteln wir hier den Aeroass. Und dann, ja, fahren wir den Kollegen hier runter. Und dann sieht das doch wirklich Bombe aus. So, da kann der Gegner hier rausgehen. Jetzt hat er noch eine Aqua-Oblitze hier für mich, aber die überlebe ich. Und falls er jetzt zwei direkt Back-to-Back haben sollte, farm ich einfach hier mit Altaria schön ein bisschen Schmarotzer. Und der Kollege kann sich hier verabschieden. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Zwei Siege, eine Niederlage. Kann man definitiv mitleben. Zack, und da ist der Sumpex weg. Wunderbar, wir gehen direkt in den nächsten Kampf rein. Registeel gefällt mir super. Der noch mit Fokusblast obendrauf. Ich habe ja leider kein Zubiris und kein Schlurp und alles Zeug da. Aber ah, das ist natürlich jetzt nicht gut. Da muss ich natürlich in. Alter, ich gehe in Irokex, aber das bringt mir nur leider so überhaupt nichts. Und er kommt sogar noch zuerst zum Move. Ja, Schild hier mal einmal. Das ist ja überhaupt nicht gut. Kampf vorne im Lead fällt mir auf. Für das Team jetzt nicht so nice. Hehe. Wir kriegen immerhin auch ein Gegenschild hier. Ärgerlich, ärgerlich.
Das wird der Steinhagel sein. Nein, oh, Scheibenkleister. Das ist jetzt ärgerlich, dass ich den geschildert habe. Aber das ist okay. Das ist okay, Fiaro, kann ich mitleben. Wird das jetzt Brave sein? Wahrscheinlich, ne? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie viel das macht. Es nimmt nicht raus. So, hier bleiben wir drin. Oh, gut. Wunderbar abgefangen hier. So, und hier ist die Blitzkanone jetzt natürlich besser als bei Dings, aber den Kampf, ja, der sieht leider nicht so gut aus. Aber Kryptomachoma ist auch schön, ne? Ist auch schön. Kryptomachoma ist schon nice. Ich hab mir jetzt neulich ein normales Machomai gemacht, für als das Kanto Cup war. So, das macht leider nicht so viel. Das ist sehr, sehr schade. Haben wir leider verloren. Leider verloren. Ja, schade. Es sei denn, wir können jetzt hier runterfahren mit Reggie Steel, aber glaube ich nicht. Nein, schade. Wir kriegen den Move nicht mehr durch. Aber der war close. Der war richtig close. 2-2, komm schon. Du mit Rüggeverein, sehe ich noch, dass wir hier positiv rausgehen. Mit dem Reggie Steel. Das wäre sehr schön. Schon jetzt ein positives Set. Ich habe schon keinen Bock mehr wieder abzusteigen. Registeel in Tromburg. Ja, das ist doch. Wobei, wir haben zwei Antworten da hinten drin, ne? Na, wir gehen jetzt erstmal einmal auf die Blitzkanone. So, das wird ja direkt der Shadow Ball sein. Ich schilde aber den ersten nicht. Genau. Und nach der Blitzkanone wechsle ich in Altaria. Mal gucken, was der Herr Gegner macht. Der wechselt in den dicken, fetten Wal. Der, das ist jetzt natürlich eine Qual. Ne? Wir erreichen hier die Mondgewalt. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil die macht schon mal ordentlich Schaden hier so. Und wir können ja auch ordentlich sofort Attacken-Damage raushämmern. Und wir erreichen sogar noch einen Move. Oh, das ist genial. Warum setzt denn der Gegner nicht ein? Und er muss hier schilden, das ist das Schöne. Schildert hier nicht. Erdbeben. Zack. So, jetzt wird er wahrscheinlich nicht mit Drumherum wieder reinkommen. So, ein Zoom-Pax. Okay, gut. Das geht. Das ist winnable. Wir haben zwei Schilde. Wir haben zwei Schilde. So, also wir steigern uns jetzt einmal hoch. Zack. Ja, den lassen wir durch. Schön gemacht, aber von ihm. Schön gemacht, aber von ihm.
Aber das ist KO'd, das KO'd. Das nimmt ihn raus. Und jetzt noch eine. Sehr nice, 3 zu 2. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Wunderbares Team. Registeel, wirklich Bombe. Das Pokémon ist allerdings nicht so eine Midi-Idee. Naja, wir gehen positiv, steigen auf 19:30. Naja, gut. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wa? Ja, ich würde sagen, Registeel ist definitiv eine Bombe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.